Die Akustikgitarre war schon immer ein spannendes Instrument für mich. Spannend gut und spannend schlecht. Mein Papa spielt auch Gitarre und von ihm habe ich die ersten Griffe gelernt, als ich mit 16 Jahren angefangen habe, Gitarre zu spielen. Ursprünglich wollte ich nur Gitarre lernen, um so ein paar Akkorde am Lagerfeuer schrammeln zu können. Aber aus dieser ersten Motivation wurde dann so richtig schnell so eine vollkommene Begeisterung von dem Instrument Gitarre. Ich bezeichne mich selbst als E-Gitarrist. Gegen die Akustikgitarre hatte ich immer so das Gefühl, ein bisschen kämpfen zu müssen, vor allem bei Aufnahmen. Deswegen könnte man sagen, dass die Akustikgitarre und mich eine Art Hassliebe verbindet. Einerseits ist es total schwer, sie manchmal zu spielen und das rauszubekommen, was ich möchte. Andererseits läuft es manchmal wie von selbst. Ein Zupfmuster, offene Saiten, Töne, die ineinander überklingen. Auf diesem Klang könnte ich mich stundenlang ausruhen. Die Akustikgitarre steht immer bereit. Wenn ich inspiriert bin, schnappe ich mir sie und schreibe neue Songs. Und auf ihr sind schon viele Songs entstanden und werden hoffentlich noch viele entstehen. Das macht richtig Spaß. Nach all den Jahren, liebe Akustikgitarre, wollte ich dir nur noch mal sagen, dass ich dich mag.